smaller, make it better, do it faster, makes us stronger. Yo, Sportsfreunde, die Fitnessliebhaber hier am Start, der Philipp natürlich gehört wie immer dazu, wir sind ja das Team. Moinsen! Und bei dem schönen Wetter dachten wir, gehen wir mal raus, nicht? Richtig, mal ein bisschen die Sonne auf die Glatze scheinen lassen, beziehungsweise auf die Elvis-Matte. Haben wir und du hast heute den Out-of-Bed-Look. Ja, wir kommen heute zum Produkt der Woche mal endlich wieder. Und was haben wir dabei, Philipp? Zeig doch wir mal haben, Cam. Was richtig, ja, ob es cool ist, sehen wir gleich. Protein Bites haben wir am Start. Das sind so kleine Chips, ne? So, die so proteinig sind. Die sehen optisch aus wie so Brotchips. Vielleicht kennt ihr das. Guck mal hier. Ja. Verschiedene Geschmacksrichtungen. Verschiedene Sorten. Was haben wir für Sorten? Wir haben Grilled Chicken. Wir haben Barbecue. Was hast dann du? Dann Sour Cream. Sag mal, Sour Cream oder Sour? Sour Cream. Sour Cream and Onion. Auch Onion? Onion. Ach nee, ich hab hier gar nicht Onion. Nein, und ich hab noch Cheese and Jalapeno Relish. Ja. Yeah. Punkt 1 ist immer Geschmack. Alles andere bewerten wir danach. Deswegen würde ich mal sagen, wir testen einfach mal den Geschmack. Ganz wild. Ich mach mal auf hier. Ich hab ja schon mal geknabbert. Dann müssen wir jetzt okay, mal die Kamera machen. Punkt 1. Was haben wir zuerst? Sour Cream. Sour Cream. Machen wir zuerst Sour Cream. Okay. Müssen wir. Hier, ich geb dir mal. Okay. So. Zeigen wir auch nochmal einen in die Kamera, so sehen die Dinger dann aus. Relativ klein. Was sagst du, verglichen mit anderen, denkt man nicht daran, dass die hauptsächlich aus Protein bestehen, sondern einfach wie ganz normale Brotchips oder Chips? Finde ich sehr gut. Also ich muss sagen, jetzt noch Pringles, diese hier, Pop und so, da gab es auch Cheese and Onion. Ich finde, die schmecken genau wie Pringles. Kann man machen, ne? Aber von der Konsistenz her, kennst du diese Pombeeren noch, diese kleinen Bärchen? Oh, diese ja. Löcher, so schmecken die. Geil, ne? Von der Konsistenz, finde ich super. Sour Cream ist schon mal gut, ne? Kann man sagen. Obwohl, man muss dazu sagen, ich bin kein Chips-Fan, also ich feiere sowas eigentlich gar nicht. Ich auch weniger, bin eher so der Schokotyp. Ich auch. Kuchen. Ja. Schokotyp. Ich habe ja auch deine Kuchendiät gemacht. Mhm. Die war richtig krass. Die können wir auch nochmal empfehlen. Da, ja, na, war gut. Komm hier, Grilled Chicken. Nächste. Also Sour Cream als gut bewertet. Okay. Gehen wir mal einen. Ja, hier. Gleich von der Hose. Bisschen dunkler, Grilled Chicken. Muss dazu sagen, ist wahrscheinlich kein Chicken drin, ne? Wäre auch ein bisschen eklig. Nee. Chicken Flavor. Ein bisschen würziger irgendwo. Andere Würze. Auch gut, aber ich finde, Sour Cream fand ich besser. Ich auch, aber ich finde, es schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie so gegrilltes Barbecue-Hähnchen oder sowas. Ja, muss man sich vorstellen. Aber ist gut, ist gut. Ja. Aber ich finde, wir können ja gleich nochmal sagen, wer der Favorit war. Auf jeden Fall fand ich das schon mal ein bisschen besser. Jetzt haben wir... Die beiden habe ich mir schon so getestet, jetzt will ich nicht mehr den. Cheese und Jalapeno. Ich bin auf Cheese und... Das wäre jetzt eigentlich mein Favorit, ohne es gegessen zu haben. Okay. Aber wir probieren es mal. Next one. Gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier wird auch Sport getrieben im Hintergrund. Wir sind hier in meinem schönen Anwohnerpark. Was hat er gehört? Natürlich ein eigener Park. Und alle anderen eigentlich dürfen, gehört er uns. Alle anderen müssen ein bisschen Eintritt zahlen und dürfen dann hier spielen. Wir werden dem Fußvolk gleich mal sagen, dass sie hier nicht zu spielen haben. Ey, lass mal erstmal das Gleiche. Ja. Wir wollten erstmal den hier, Philipp, schon wieder abfressen. Hier macht ihr mal was rein. Ja? Das ist jetzt Cheese und Jalapeno. Jalapeno. Ich glaube, es gibt nur diese vier, zumindest habe ich jetzt nur die vier Geschmacksrichtungen. Ich glaube, das sind auch erstmal so die Standarddinger. Sehr käsig. Ja. Also ich find's geil. Also ich find's interessant. Der erste Geschmack ist richtig intensiv und je länger du sie im Mund lässt, desto lascher werden sie. Mhm. Aber also ich schmecke nichts von Jalapeno. Also da ist nichts scharf. Ich hab's mir jetzt ein bisschen scharf vorgestellt. Musst du so auf der Zunge vergehen lassen. Mhm. Ja, also besser als Grilled Chicken, aber nicht ganz so gut wie Sour Cream, finde ich. Kommen wir gleich zu. Ja. Und den hier noch, ne? Barbecue. Halt mal rein. Ach, Barbecue Chipotle. Was ist denn Chipotle? Das sind so eine kleinen Chili-Dinger. Okay. Guck mal, da ist auch so ein Hot-Zeichen drauf hier. Schaut mal hier, Medium Hot. So Medium Hot. Wie beim Inder so. Wie beim Inder. Die sind ein bisschen dunkler schon. Ja. Was können die? Boah. Das wäre geil. Schon ein bisschen scharf, ne? Bisschen scharf? Mhm. Aber die feiere ich. Wie geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich dachte, Barbecue, weil ich, Barbecue-Soße mache ich auch nicht so. Schmeckt mir auch nicht so viel. Ich bin nie so ein Barbecue-Soßen-Fan, aber das ist mal... Oh, die scheppern. Mhm.
Reihenfolge, geschmacklich, was würdest du sagen? Ich bin als immer noch Nummer 1 die. Ja. Dann die, meine Folge. Ja, genau, meine auch. Dann die. Welche waren die? Genau, und die anderen, da, die fand ich Twitch. Fand ich nicht ganz so geil. Nee, die würde ich davor machen. Okay, das würde ich so machen. Und du würdest so machen. Ich würde so machen, ja. 1, 2, 3, 4 und bei Philipp so rum. So. So, wenn ihr jetzt was bestellen wollt, unsere Empfehlung. Aber Geschmack ist natürlich immer sehr individuell. Ja. Geschmacklich insgesamt? Okay, geschmacklich müssen wir von allen jetzt, ja? Ja. Von allen? Ja. Original 4 von 5. Feier ich. Finde ich richtig gut. Ich gebe 5 einfach aus dem Hintergrund, dass ich weiß. Ich finde richtig gut. Ich bin auch kein Chips-Fan. Genau, ich bin kein Chips-Fan. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit normalen Chips, wirklich welche, wo richtig Kalorien drin stecken, wirklich welche, die fettig irgendwo... Darf man das noch mit einbeziehen? Ja, ja, du musst ja, das soll ja im Endeffekt auch sowas simulieren. Ja, dann 5. 5 Punkte. Ich gebe dann auch 5, doch. Du hast recht. Also ich schmecke jetzt nicht, dass das irgendwie ein Fitnessprodukt ist. Also ich könnte nee, jetzt, gar nicht. Ich könnte jetzt, wenn ich das nicht wüsste, würde ich essen und ein schlechtes Gewissen kriegen. Ja, ich auch. Aber da ich weiß, dass es wenig Kalorien hat, da kommen wir gleich noch zu, ist es geil. Also 5 von 5. Okay, weiter geht's. Verfügbarkeit. Wo kriegt man das? Von meinem Sponsor, Fitmart. Fitmart. Kriegst du sicher diesen Easy Protein. Was? Protein? Ich glaube auch andere Fitnessläden und Online-Shops haben die sicher im Angebot. Gibt's ja jetzt öfter sowas, ne? Ja. Habe ich auch von MyProtein, glaube ich, schon mal gesehen. Gibt's viele. Ich verlinke natürlich das einmal hier unten. Könnt ihr holen. Verfügbarkeit, na gut, dadurch, dass man es, ich finde, momentan nur im Internet kriegt, muss man eigentlich eher sagen, schlecht. Gibt's also, nicht bei Kaisers oder so? Habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht. Naja, ist halt Internetprodukt, ne? Aber, ja, aber diese ganzen Proteinchips findest du ja auch nicht. Das ist mir dann schwierig, jetzt ein Reglement dafür zu finden, ob das jetzt verfügbar ist oder nicht. Ja, ich meine, so, guck mal, ich finde so lange... Du kriegst ja auch kein Eiweißpulver generell jetzt unbedingt, also jetzt bei Kaisers oder so, ja. Gibt's auch schwierig. Doch, außer gibt's schon, aber ja, so aber eher schlechten. Drogeriemärkte. Genau, so. Genau. Also ich finde halt, grundsätzlich, wenn es das im Internet gibt, auf deutschen Seiten, ist es kein Problem. Deshalb gebe ich der Verfügbarkeit nichtsdestotrotz 2 Punkte. Ich gebe 3, weil das ist einfach das Mittelding. Du kriegst es überall. Ja. Und Verfügbarkeit. Du kriegst ja, kriegst sag, mal so, okay, sag ja. mal so, 90% der Menschen bestellen ja ihr Eiweißpulver im Internet. Und da kriegst du auch in jedem Shop inzwischen sowas in der Art, denke ich. Okay, gut. 3 Punkte, aber halt kriegst es halt nicht im Supermarkt um die Ecke unbedingt. Welcher war noch der leckere? Der leckere? Das hier war das hier. Ich feiere den auch. Grün war. Ja, komm, wir müssen weitermachen. Weiter geht's. Verfügbarkeit, sagen wir mal 2 bis 3. Hm? Geschmack war 5. Jetzt kommen wir zur Verwendbarkeit. Wie kann man die Dinger verwenden? Einfach fressen. Ja. Verwendbarkeit heißt auch, kann man sich gut mitnehmen? Im Täschchen? Übelst. Ne? Voll auch so für die Schule und so für Arbeit und so. Als kleine Snacks zwischendurch. Ey, kennst du Schromberg? Ja. Kennst du die dicke Erika? Die Erika? Erika würde sich die auf jeden Fall richtig in die Schublade legen. Also ich finde, die übelst klammern. Ich will, also Verwendbarkeit hatten wir auch mal mit einbezogen, ob man damit kochen kann und sonst was Zeug. Das fällt natürlich weg, ist natürlich logisch. Man kann es aber... Ich habe jetzt gedacht, so übers Porridge krümeln, aber wird ein bisschen eklig durch den salzigen Geschmack. Also, aber ey, ganz ehrlich, ein Salat. Kann ja mal aufhören. Das ist so, das ist wie bei, kennst du so ein Pringles, ist auch, du kannst nicht aufhören. Ja, wie hieß nochmal der Slogan? Und einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Einmal gepoppt, sagst du? Geil, also, ja, ich sag mal, verfügt... Nee, was hat man? Die Dose ist, nicht nur zum... Verwendbarkeit, ich gebe 4 Punkte. Kannst du ja gut mitnehmen. Ich nehme 3, ich gebe 3. Ja? 3. Ich gebe 4 Punkte Verwendbarkeit. Okay. Weil kannst du abends, kannst du unterwegs, kannst du dir... Und Salat, Mann. Salat. Immer reinschippen. Stimmt, so kannst du einen Salat geil reinmachen. Stimmt. So rüberkrümeln. Ja. Okay, weiter geht's. Was haben wir jetzt? Inhaltsstoffe. So, dann packt sich jeder mal eine Packung. Ich nehme mal meinen Liebling. So, erstmal ganz klar Punkt 1, glaube ich, die Kalorien können wir ansprechen. Also auf 100 Gramm. Boah, ist eine Banane. Ja. Nee, wir wollen ja gar nicht. Ein Paket. Per Pack. Wir gehen mal, also ein Paket hat. 147 hat meins. Nein, 40 Gramm. Ja, ein Paket. Genau. Und ein Paket 40 Gramm ist natürlich nicht viel. Das sind ja Chips, die wiegen ja nicht viel, ist ja logisch. 147, ich habe 49 wahrscheinlich wegen Käse-Ding. Wo denn? Ja? Ach so, ja, ja. Sagen wir mal maximal 150 Kilokalorien. Also eigentlich eine Banane, eine Tüte. Eine Banane hat so 100. Eineinhalb Bananen. Ja, ja, okay, gut. Aber man muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn man eine ganze Packung schafft, die muss man ja erstmal essen, ne? Mhm. Also wird schwierig. Eine ganze Packung, sag ich mal so abends vom Fernseher mal eben essen und du hast gerade mal 145 oder 150 Kalorien, kannst du ohne schlechtes Gewissen machen, eine ganze Packung weghauen. Ja, das sind dann vielleicht so fünf, was weiß ich, eine kleine Handvoll normale Chips, ne? Ja.
Kannst du hier eine ganze Packung essen. Ne? So, Kalorien haben wir geklärt. Kann man sich immer geben. Kein Problem, kein schlechtes Gewissen. Super. Inhaltsstoffe. Gehen wir auf eine Packung, 40 Gramm. Dann machen wir bei 100 Gramm. Bei 100 Gramm, da müssen wir auf die Packung jetzt beziehen. Ne? Haben wir gerade auch gemacht. Packung, 40 Gramm, 2,8 Gramm Fett. Ist vertretbar, da kann man auch gleich sagen. Meine haben nur 2,5. Genau, also sagen wir 2,5 bis 3 Gramm Fett. Und da kann man oben, ist es nochmal drauf auf der Packung, bagged. Das heißt, diese Dinger sind nicht frittiert, wie vielleicht Chips, sondern sind wirklich gebacken. Und dadurch fällt natürlich eine Menge Fett weg. Ja. Ja, das ist schon mal geil, dass man sehr, sehr wenig also gerade für so Low Carb, High Fat? Nee. Nein. Andersrum. High Fat. Nein, kannst du Low Fat, High Carb wären die ganz cool. Aber es ist ja auch kein High Carb. Ja, stimmt. Kannst du ja gar nicht sagen. 11 Gramm ist nichts. Wie ist kein deine? High Carb. 10. Ja, ist gar nichts, ey. Also ist auch Low kein High Carb. Auch. Low Carb und Low Fat, völlig machbar. Ja, wir müssen mal hier auf den Punkt kommen, ne? Ja, komm. Also wir sagen mal 150 Kalorien, kann man sich immer geben. Inhaltsstoffe bzw. Nährwerte, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate für das Produkt, vor allem wenig Fett, weil es ja gebacken ist, nicht frittiert. Und viel Eiweiß. Wir haben hier auf einem Paket 20 Gramm Eiweiß. Ne? Das sind, jetzt ist die Frage, was ist das für ein Eiweiß? Woraus bestehen die Dinger? Wir haben einmal Soja-Isolat und Whey-Protein. Finde ich an sich ganz gut, weil die biologische Wertigkeit dann wiederum eigentlich ich glaube aber, hoch die ist. Biologische Wertigkeit ist, hat ja nicht unbedingt einen Vorrang. Ja. Also man isst die jetzt nicht als Proteinshake-Ersatz oder Fleisch- oder Fischersatz, sondern halt eher so ein Austauschprodukt, ne? Genau, genauso wie es so diese Walden Farms Produkte gibt, irgendwelche Soßen, genau. Wo man sich Kalorien einspart, wo man einfach sagt, okay, die Leute, die halt sozusagen den Shredded Lifestyle führen wollen, ja, die können ja trotzdem dann Chips essen. So Eating without cheating, könnte man sagen. Genau, also ich würde das jetzt nicht essen als Proteinshake-Ersatz. Ich auch nicht. Sondern einfach aus gutem Gewissen, weil ich hier wenig Kalorien habe, aus dem Grund, ja. Soja kann man jetzt drüber streiten, ob es eine gute Eiweißquelle ist, eine teure oder eine günstige. Ja. Die Kombination macht. Whey-Isolat ist hingegen wieder gar nicht mal so schlecht von den Werten, ja. Deswegen, ich würde jetzt nicht unbedingt auf die Proteinwerte hier gehen, sondern einfach sagen, Naja, was mir hier positiv auffällt, ist Folgendes. Man hat hier, soweit ich das sehen kann, ich kenne jetzt nicht, die kommen aus Großbritannien, muss man sagen. Aus Leeds. Man kennt hier nicht genau die Lebensmittelvorschreibung und man weiß auch nicht genau, was deklariert werden muss. Was aber auffällig ist, dass wirklich nur natürliche Inhaltsstoffe verwendet worden sind. Also soweit ich das sehen kann, dass hier auch keine Geschmacksverstärker mit drin sind. Ja. Und dass sogar hier sich bei dem Meeressalz verwendet wurde. Meeressalz. Also man kann das ist ja ein Geschmacksverstärker. Grundlegend sagen, so ein Ding hier, so ein Teil besteht aus Sojaprotein, aus Whey-Protein und aus Reismehl mit ein bisschen Kräutern bzw. Viele Kräuter sind hier mit drin. Mit Kräutern bepudert. Ja? Also nichts Weltbewegendes, aber deswegen relativ... Und als Öl hat man sogar... Rapsöl genommen. Also, kein Inhaltsstoffe gebe ich 5 Punkte. Für so einen Snack ist es 5 Punkte. 5 von 5 Punkte, Inhaltspunkte. Wunderbar. Inhaltsstoffe. Jetzt kommt der letzte Punkt: Preis-Leistung. Was kosten die? Da muss man ganz klar sagen, das sind 40 Gramm, das ist ein kleines Tütchen, 2,49 Euro. So, jetzt muss man sagen. Aber so eine Chips kostet auch so viel, oder? Ich glaube so. Ja, ich glaube, so eine kleine Tüte kostet nicht 2,49 Euro. Ja, okay. Das ist klar. Aber man. Pringles kostet auch so viel bestimmt, oder? Ja, da sind wir wieder. Leider war die Speicherkarte voll, deswegen mussten wir das Ende ein bisschen verschieben. Philipp, da bist du wieder. Da bin ich auch wieder. Am Ende fehlt uns noch Preis-Leistung, oder? Hatten wir schon angefangen, aber da ist es ausgegangen, ne? Genau, und deswegen nochmal Preis-Leistung, nochmal das Abschluss-Ding hier von dem Video. Kleine Tüte. Was kostet die? 40 Gramm Inhalt, 2,49 Euro. Okay. Ja. Das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt ja nicht Preis, das heißt ja Preis-Leistung. Ja, genau. Die Frage, was du dafür kriegst. Also ist natürlich teuer, sag ich mal, für so ein kleines Tütchen Chips oder Brotchips, oder wie man es immer nennt, allgemein. Aber die Leistung ist ja die, dass man mit gutem Gewissen knabbern kann, was man bei normalen Chips nicht kann. Sollte man zumindest nicht, sonst genau. Plauze. Deswegen, also meine Punktevergabe, ich gebe 3 Punkte, ist relativ teuer, aber die Leistung stimmt, was man dafür kriegt. Mhm. Bei der Leistung, ne? Ja. Kannst du ohne Ende reinklatschen. In dem Zusammenhang, ne? Ich bin nicht so der Chips, aber was kosten normale Chips ungefähr? Boah, ich glaube, es ist ja eine normale Tüte, 1 Euro, 1,50 Euro. Eine große, ne? Die sind ja schon größer. Ja, ja. Aber jetzt die Frage, was ist die Leistung? Dafür kriegst du da Fett und Zucker, ne? Dann würde ich auch, da gebe ich auch 3 Punkte. Von daher muss man, genau. 3 Punkte. Das kann man geben. Also ich persönlich bin davon, wie gesagt, überzeugt und kann man machen. Allerdings hat mich das jetzt ein bisschen dazu verleitet, ein bisschen Chip zu essen, aber grundlegend bin ich eher der Schokotyp.
wenn ich mal was nachdenke. Und der Kuchentyp habe ich. Kuchentyp, ja. Ja. Ja, okay. Schließen wir das Ganze mal ab. Drei Punkte. Was ist der letzte Punkt? Das war der letzte Punkt. Das war jetzt okay. Preis-Leistung cool. Nochmal, ja, drei Punkte. Und in dem Sinne, hier kommt dann das Ergebnis. Tada! Da, wieso nehmen wir das? Wieso, ne? Wir machen das mal rein. Von den Protein-Bites von Novo Easy Protein. Ich hoffe, euch hat dieses Produkt der Woche gefallen. Waren noch andere Sachen eigentlich? Diese Firma? Weiß ich gar nicht, müssen wir mal reingucken. Ja, kann gut sein. Ich, ne? Habe nur sowas hier von denen gesehen. Aber das haben sie, ist ja eine gute Idee, ne? Ja, kann man mal machen. Ja. Sendet in die Kommentare Produktvorschläge. Genau, ja. Genau. Wir machen jetzt auch nicht nur Produkte, von denen wir gesponsert werden, sondern stellen auch gerne ganz neutral alle anderen Produkte vor. Muss man ganz klar und sagen. Und natürlich auch, muss man sagen, weil das war jetzt, hatte Überhand, bis jetzt immer nur Sachen, die man sich reinschöppern kann. Genau, richtig. Also auch so eine Sachen wie, was weiß ich, Trainingshandschuhe, Gewichthebergürtel, TRX oder so. Das Schalk mal überlegt, ne? Dieses Magnesia für die Hände und so weiter. Also all das, was euch interessiert, was man mal ein bisschen genau unter die Lupe kann, nehmen kann, einfach hier reinklatschen. Und in dem Sinne, das waren die Protein Bites Produkte der Woche. Die Fitnessliebhaber sind raus, Bob. Wir sind raus. Ja. In dem Sinne, bis dann. Es Protein Bites jetzt. Alles klar. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.